Okay, dann kommen wir jetzt zu Larry 8 oder wie es auch heißt, Magna Cum Laude. Ich möchte das gar nicht auf Amerikanisch aussprechen. Das hat der Christian sich vorgenommen in langen Abendsitzungen und vielleicht möchtest du kurz mal... Angeber. Vielleicht möchtest du einfach kurz mal sagen, worum es in dem Spiel überhaupt geht. Das kennt ja nicht jeder. Ja, das ist ein bisschen ein seltsames Spiel als Larry. Wenn ihr die Larry-Serie kennt, das waren ja alles reinrassige Adventures, wo dieser Loser-Typ rausging, um Frauen aufzureißen. Das ist auch schon im Kern zusammengefasst, worum es in Larry 8 geht. Es gibt einen Riesenhaufen von Frauen auf diesem Campus, auf einer amerikanischen Universität. Und Larry nimmt an einer Game-Show teil. Das ist so der Rahmen, wo es seine Aufgabe ist, zu beweisen, dass ihn die Frauen attraktiv finden. Und deswegen macht er sich an eine nach der anderen ran, scheitert dann nach Larry-Manier an den allermeisten und arbeitet sich so in dieser Game-Show nach oben. Und das Endziel ist die hübsche Moderatorin, Yuma heißt sie, die er und die Spieler hoffentlich auch gerne ins Bett kriegen wollen. Ja, und ja, das ist halt, ich meine, auf dieses Ziel, Frauen klar zu machen, ist das ganze Spiel ausgerichtet, sehr konsequent. So konsequent, dass es einen Haufen alte Zöpfe abschneidet. Unter anderem komplett alle Rätsel, das weitestgehend auch das Inventar und nicht mehr viel mehr ist als eine Sammlung von Minispielchen. Das heißt dann auch, dass du, um eine Frau zu erobern, mit ihr Trinkspiele machen musst und Münzen werfen und Dialoge führen, immerhin noch, aber die in einem komischen Ausweichspielchen, so ein bisschen wie das Sat.1 Superball, wie heißt das? Also, naja, gut. Das ist ja wie im echten Leben, oder? Ja, ich meine, das ist die Wiederkehr der alten Spielprinzipien, nur megamäßig aufgemotzt in einer ziemlich hübschen Grafik und in dem Larry-Universum, das schon noch da ist. Das heißt, es ist ein extrem derber Humor und es gibt viele hübsche Frauen in dem Spiel. Ja, und jetzt haben wir ein bisschen das Problem, dass das also spielerisch unter aller Kanone ist, aber doch irgendwie Spaß macht, das Ding. Ja, aber doch nur der... Klar, natürlich, das Spiel hat eine Zielgruppe, aber... Sehr klar. Ja, ja, logisch. Ja. Und ich hab's ja nun auf Drängen von euch dann auch mal spielen müssen. Die Geschichte gibt das quasi vor. Ich finde es katastrophal. Es ist erstens nicht hübsch, finde ich. Also lass uns mal über die Grafik reden. Ich finde die, klar, die zieht ihren Stil durch und so weiter und so fort. Aber in unserer Zeit erwarte ich zum Beispiel die Frauen, die sind alle so wahnsinnig niedrig aufgelöst. Und, also sich da schlecht wiedergegeben als Frau. Das, also, nein, vor allen Dingen jetzt in den Szenen, wo dann endlich mal was passiert, also was du als Belohnung bezeichnen würdest, genau, was passiert. da habe ich gedacht, so bitte, ich meine, hallo, das ist eine Cutscene oder sonst irgendwas, wie sieht die denn aus? Da kann man ja gerade mal Polygon 1, Polygon 2, Polygon 3... Ja, okay. So schlimm ist es auch. Ja, aber Hauptsache, die beiden wichtigen Polygone sind besonders groß. Ja, das sind sie in der Tat. Das ist tatsächlich ein bisschen enttäuschend. Ich meine, dafür, dass das Spiel so frauenfixiert ist, sind ausgerechnet die Charaktermodelle relativ grob aufgelöst. Finde ich auch. Das ist aber auch der einzige Kritikpunkt, den ich an der Grafik habe. Übrigens, die ist in sich sehr, sehr stimmig. Die hat so einen sehr interessanten Comic-Stil, ist bunt, ist hübsch gemacht und ist vor allem unglaublich detailreich, was du alles finden kannst. Eben, wenn ich nochmal an dieses komische Musikvideo erinnern darf, das mit diesem Studentenwohnheim auf dem Fernseher läuft. Allein diese beiden Studentenwohnheime. Es gibt auf dem Campus eins für die Frauen und eins für die Männer. Und das Frauenwohnheim, das ist so alles in Rosa gehalten und plüschig und es laufen auf den Gängen kleine Hoppelhäschen rum. Und es sind Bilder an den Wänden und sowas. Und dann gehst du rüber auf der anderen Seite ins Wohnheim der Männer und das ist total faszinierend. Da die Pizzakartons liegen rum, da liegen Leute schlafend auf dem Flur, das Klopapier liegt im Gang rum und sowas und es läuft ein Hardcore-Musikvideo im Fernseher. Ja, und die Bierfässer stapeln sich in der Ecke. Also es ist richtig derbe, aber du hast was zum Anschauen. Die ganzen Minispiele und Optionen, die du da hast, die sind doch irgendwie spielbestimmt. Sind die spielbestimmt? Also das, was ich bis gesehen habe und das, was ich gespielt habe an diesen Minispielchen, war eine mittlere Katastrophe, fand ich. Ja, das ist es auch. Ich meine, das ist... Aber das ist, daraus gesagt, besteht doch das Spiel eigentlich. Du willst doch die Frauen mit den Minispielchen rumkriegen und du quälst dich da durch irgendwelche, ich lenke Spermien durch irgendwas. und das konnten manche Leute besser als du das konntest, Petra, aber... Ja, natürlich, das ist genetisch so vorgegeben, dass das andere Leute besser konnten.
Entschuldige, aber dieses Spiel, man kann da nichts entschuldigen. Das ist eine Sammlung von sogar relativ wenigen Minispielchen. Das sind, ich denke, die kann man an einer, an zwei Händen abzählen. zu viel Larry gespielt. Ja, schon. Und die sind super simpel. Also das geht nie darüber hinaus, dass du in der richtigen Reihenfolge die richtigen Knöpfe drücken musst. Das sind so kleine Tanzspielchen drin. Ich meine, das kennen wir dann aus den, keine Ahnung, Britney Spears, Dance Beat oder wie sie alle heißen. Die sind durchaus spaßig, aber ich meine, du hast es nur raus und das Problem ist, dass du es immer wieder und wieder machen musst. Und du kommst dann in diese absurde Situation, dass du dich, um dich ranzutasten an eine Frau, diese kleinen Spielchen mit ihr spielst. Trampolin hüpfen, tanzen. Aber dir hat es trotzdem Spaß gemacht, trotz der simple Minispiele. Ja, wieso denn? Ja, naja, weil du darauf hoffst, dass du sie nackt siehst. Ah. Also ich muss jetzt mal hier zu Esig Christian hier als total verrennt. Während man diese absurden Minispielchen macht, die sich immer wiederholen, läuft in der Regel irgendwas anderes auch. Ein Dialog zum Beispiel. Ja, also machst während eines Dialogs machst du dieses Minispiel. Und die Dialoge, die sind wirklich, wenn man auf diese Art von Humor steht, sind die wirklich witzig. Also wir sprechen hier von der US-Version, wir wissen noch nicht, was Oliver Pocher dann damit gemacht hat. Aber die sind wirklich witzig. Einen guten Dialogwitz und überhaupt Humor, guten Humor in Spielen, findet man selten. Also da muss man dem Spiel schon mal zugestehen, die Dialoge sind gut. Also es ist kein Adventure mehr, das haben wir ja festgestellt, und es ist halt eine Sammlung von Minispielen. In welchem Genre wollen wir das dann jetzt überhaupt verankern? Ist das noch ein Adventure? Wenn wir das Adventure klassisch definieren, sagen, das baut auf Rätseln auf und auf einem Inventar und auf Dialogen, die du selbst bestimmen kannst, dann müssen wir sagen, nein. Denke schon, wir sollten es nach unserem Adventure-Kriterien bewerten. Wir haben nur ein Problem bei unserem Punkt Rätsel und Items. Denn beides hat das Spiel nicht. Also Items schon, aber sie sind relativ unwichtig für das Fortschreiten des Spiels. Eigentlich müsste man da guten Gewissens Null geben. Ich würde aber vorschlagen, dass wir dann statt den Rätseln, die es ja eben nicht hat, oder diesen Punkt die Minispiele bewerten. Weil das ist ja eigentlich das, was das Spiel verbindet und zusammenhält. Mhm. Was bei einem normalen Adventure die Rätsel sind, sind hier die Minispiele. Ja, das ist eine gute Idee. Also wir können das Spiel ja nicht bestrafen dafür, dass es einfach nicht in unsere Genre-Richtlinien passt. Ja. Klar. Und bei Black and White war es ja auch so, dass wir dann mit der Kreaturerziehung neuen Punkt gefunden haben, oder bei Sims, um das adäquat einstufen zu können. Und dass es nicht in Action passt, das ist ja wohl klar. Ne? Und würden da Minispiele eintragen. Was wäre denn schon mal die Note für die Minispiele, um das mal so ein bisschen einzugrenzen? Ich würde auch keine besonders hohe Note bekommen. Würde es mal auf eine so 3 vorschlagen. Ja, denn das Problem der Minispiele ist... Ja, klar, das Problem ist, dass sie sich immer wieder wiederholen und auch recht simpel sind. Aber ich finde, du bist auf jeden Fall immer belohnt, wenn du so ein Minispiel machst. Mit irgendwas. Ja, aber wenn du verlierst, also verlieren tut mir nicht, weil es mehr zu einfach verliert nicht. Ja, das ist ganz fair. Ich meine, das hat so einen variablen Schwierigkeitsgrad. Wenn du ein paar Mal verlierst, dann wird das Spiel leichter und irgendwann bietet es dir an, hey, du kannst es auch komplett überspringen. Das kostet dann ein paar von diesen speziellen Münzen, die du im Spiel sammelst. Aber es geht. Ja, aber motiviert das wirklich? Also ich meine, ich habe es nicht richtig lang gespielt, aber ich denke halt irgendwie, das nutzt sich doch ab. Ich meine, das sind immer wieder Frauen und ja, und immer wieder auch noch in niedriger Auflösung, wie Petra so schön sagte. Und irgendwie, das es gibt nichts von der Mechanik des Spiels, das halt so, das einen so mitzieht. Ja? Die Mechanik des Spiels stört eigentlich. Eigentlich möchte man... Einen Film anschauen, genau. Die Minispiele überspringen, sich gerne die netten Dialoge anhören. Eigentlich ist das ein Spiel, wo ich am meisten Spaß habe, wenn ich bei Christian im Büro stehe und schaue ihm über die Schulter. Ja? Und nicht irgendwas, wo ich richtig Lust habe, das selber zu spielen. So, also vielleicht fehlen einfach die Rätsel, die es in den Vorgängern gab. Einfach zwischendrin, um das ganze Spielprinzip aufzupeppen. Dann, wenn ich viele Rätsel zu lösen habe, dann spiele ich auch zwischendrin gerne mal wieder so ein Minispiel. Aber sie fehlen nicht. Ich meine, das Spiel ist, machen wir uns nichts vor, ich meine, das Spiel ist einzig und allein darauf ausgelegt, dass du diese Frauen eroberst und dass hier Steine in den Weg gelegt werden. Und bei den alten Level-Spielen waren es die Rätsel, da hattest du noch so einen gewissen intellektuellen Anspruch, weil du halt selber denken musstest und selbst reden. Und jetzt haben sie sich gedacht, ja, was können wir machen? Wir können ja nicht einfach hingehen, lass zu den Frauen und dann klappt's. Sondern wir müssen halt noch irgendwas dazwischen machen. Und jetzt sind es Minispiele. Nicht besonders gelungen, aber in sich konsequent. Und ich weiß nicht, du bist ein bisschen hart zu den Charakteren, finde ich. Du sagst, es sind alle nur
klischeehaft. Weil natürlich sind die klischeehaft. Das ist das Wesen von Larry, dass so klischeehafte Charaktere sind. Ich finde, da kann man ruhig auch mal eine höhere Wertung geben. Denn die Klischees, die sie erfüllen sollen, die erfüllen sie perfekt. Die erfüllen sie absolut, ja. Es ist halt, es ist keine Tiefe da und auch weil es Klischees sind, keine Überraschungen. Die verhalten sich alle so, wie du das erwartest. Gut, das ist jetzt, das ist eher eine persönliche Einschätzung, würde ich sagen. Wenn einem das nicht gefällt, wenn man da gerne originelle Charaktere sehen will, Finger weg von Larry. Gar nicht erst anschauen. Pass mal auf, entschuldigt bitte. Wenn ich ein Spiel kaufe und sei es nun Larry 8 und ich bin auch kein Mensch, der bei blöden unter der Gürtellinie Witzen sofort tot umfällt. Im Gegenteil, ich finde die auch alle witzig. Aber wo ist denn da die Verknüpfung? Wo ist denn da die Connectivity? Was animiert mich denn zum 100. Mal eben die gleichen ewigen langweiligen Minispielchen zu machen? Nur um immer wieder die gleiche Szene zu sehen, nämlich dass Larry irgendwann mal mit einer Frau im Bett landet und dann vielleicht ein Wachmann reinkommt und sagt, hey, ihr seid zu laut oder sowas. Entschuldigt bitte, das ist ein Scherz. Dafür gebe ich keine 60. Das ist just das, was der Kunde gerade gesagt hat. Für du nicht, wir alle schon. Denn weil es in unseren Humor eher trifft als deinen. Das ist ein, ich glaube, das ist das Spiel, das am meisten von allen, die ich kenne, auf eine subjektive Meinung erlegt. Genau, also das heißt, du musst für dich selbst entscheiden, ob das ist, ein Szenario ist, das dir gefällt oder nicht. Schön wäre es natürlich gewesen, wenn sie für jede Frau mal ein anderes Minispiel an den Start gebracht hätten, passend zum Setting vielleicht zum Beispiel. Dass er, was weiß ich, muss er mit dem Cowboy-Girl, muss er da tanzen? Ja, muss er wahrscheinlich, richtig, genau. Ja. Und wahrscheinlich muss er auch mit 10 anderen Leuten noch tanzen. So ist es. Und nach dem gleichen Prinzip. Wenn es ein bisschen mehr ans Setting angepasst wäre und ein bisschen fordernder, fände ich das gar nicht. Das ist aber ein guter Punkt, finde ich, tatsächlich, weil ich meine, das Spiel erfüllt schon viel von dem, was es will. Ja? Es macht ja auch offenkundig ein bisschen Spaß, aber man hätte die gleiche Motivation des Spiels erreichen können, einfach noch besser. Ja, was wäre denn gegen Rätsel zu sagen gewesen? Was wäre denn gegen ein Adventure zu sagen gewesen mit Rätseln? Und trotzdem den ganzen Dialoghumor und trotzdem meinetwegen die Frauen sehen und diese ganzen Belohnungseffekte, die sie hat. Deshalb gibt es ja auch keine 80. Ne? Genau. Na gut, wir reden ja hier immerhin auch nur über einen 60er. Das ist nun mal objektiv das, was bei dem Spiel rauskommt. Wie aber schon gesagt, als Schlusswort, das ist eine sehr persönliche Entscheidung, die man da treffen muss, ob einem das ganze Setting, das Szenario gefällt. Wenn ja, sollte man es mal anschauen, Demo spielen. Wenn nein, Finger weg davon. Ein richtiges Spiel ist das nicht. Nee, das sehe ich auch so. Und es ist vor allen Dingen nicht im Stile der, also nicht im spielerischen Stil der alten Larrys. Genau. Also man kriegt nicht einfach ein neues Larry in 3D, wie man es vielleicht einige Leute erwarten. Ja. Was ganz am Anfang alle dachten. Ja, logisch. Kleine Anekdote am Rande. Ich habe Lowe angeschrieben, den Vater der Larry-Spiele, und der hat mir beim Zurückschreiben gesagt, ich möge es doch bitte nicht Larry 8 nennen, weil das nichts mehr mit seinen Larry-Spielen zu tun hat. Oh. Guter Mann! Guter Mann!